Ich denke, jeder von uns hat Themenreihen, die er sehr, sehr gerne mag, gleichzeitig aber auch Themenreihen, die er überhaupt nicht mag. Überraschend ist jedoch, dass bei Themenreihen, die allgemein sehr unbeliebt gewesen sind, trotzdem Minifiguren herausgekommen sind, welche sehr, sehr beliebt und auch teuer sind. Deshalb werde ich euch heute verschiedene Lego-Themen und die teuersten Minifiguren aus diesen Themenreihen zeigen. Ganz viel Spaß mit diesem Video. Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brick Story. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute, wie gesagt, geht es um die teuersten Minifiguren aus jeweiligen Themenreihen. Ich habe mir mehrere hier rausgesucht und kurz nochmal vorneweg, wir betrachten den Neupreis dieser Minifiguren und zwar auf der größten Lego-Handelsplattform im Internet und das ist Bricklink. Ich denke, das ist ein ganz guter Preis. Natürlich, auf eBay kann das Ding mehr kosten, wenn ihr es gebraucht auf eBay Kleinanzeigen kauft, kann so eine Figur auch mal weniger kosten. Da habt ihr dann halt ein Schnäppchen gemacht. Das nur vorneweg gesagt, ihr solltet das nicht als absolute Preise nehmen. Damit würde ich sagen, fangen wir direkt an mit der ersten Themenreihe und das ist Harry Potter. Da gibt es insgesamt 304 Minifiguren, je nachdem wie man zählt, auch ein paar mehr bzw. ein paar weniger. Und die teuerste Minifigur hat mich hier tatsächlich ein bisschen überrascht und das ist Professor Umbridge. Und nein, nicht die Professor Umbridge Figur, die jetzt gerade erst herausgekommen ist und nein, auch nicht die Professor Umbridge Figur, die in diesem Minifigurenpaket herausgekommen ist, sondern die hier aus dem großen Schloss Hogwarts. Da gab es sie einmal mit dabei mit einem etwas anderen Haarteil, welches es sonst nur noch an dem seltenen Green Grocer Modular Gebäude gibt. Sie bringt es tatsächlich auf einen Wert von 76,50 €. Und mich persönlich hat das echt überrascht, denn die Figur ist eigentlich schon zweimal wieder neu aufgelegt worden. Und normalerweise sind die Figuren, die so selten sind, immer Figuren, die noch kein Remake bekommen haben, wie zum Beispiel die Captain Rex Figur aus Star Wars. Weiter geht es mit Toy Story und hier dominiert ganz klar eine Minifigur eines berühmten YouTubers und zwar geht es hier um Twitch. Twitch, falls ihr den nicht kennt, der ist einmal in so einem kleineren Toy Story Set mit dabei gewesen und es ist halt so eine Art Mantis, wie man sagen könnte und erinnert natürlich an den YouTuber Just Too Good, der das als sein Kanalbild quasi gewählt hat und als sein alter Ego. Er bringt es auf einen Wert von 41,09 €. Dann haben wir noch die Lego Minifigure Series. Da gibt es jetzt über 20 verschiedene Serien plus nochmal viele Sonderserien zu verschiedenen Lizenzen. Die seltenste der Minifiguren, abgesehen jetzt mal von dem Mr. Gold, der halt nur in wenigen Tüten mit dabei gewesen ist, ist tatsächlich der Boxer aus der Team GB, also von den Olympischen Spielen in Großbritannien. Das war damals eine Serie. Ist tatsächlich der Boxer aus dieser Serie. Er bringt es auf einen Wert von 29,65 €. Wohl bemerkt muss man hier natürlich dazu sagen, sowas ist natürlich immer schwankungsbedingt. Wenn jetzt irgendeine alte Minifigur wieder in den Hype kommt, kann sie auch natürlich teurer werden als diese Figur. Aber aktuell ist es dieser Boxer. Eine meiner absoluten Lieblingsthemenreihen ist auch Indiana Jones. Und da gab es viele verschiedene Sets. In jedem Set ist Indiana Jones mit dabei gewesen. Und tatsächlich ist eine der Indiana Jones Figuren mit diesem weißen Anzug auch die zweitseltenste Minifigur. Die seltenste Minifigur ist aber hier in diesem großen Tempel des Todes-Set mit dabei gewesen. Erste Anfänge einer Achterbahn sind hier schon zu entdecken gewesen. Das sind Eisenbahnschienen, die quasi 4 Noppen breit sind. Also die Schienen sind 4 Noppen auseinander. Bei den anderen Sets ist es ja so, dass es insgesamt 6 Noppen sind. Also es ist etwas schmaler gewesen. Und hier ist die Mola Ram Minifigur mit am Start gewesen. Die bringt tatsächlich auf einen Wert von 18,14 €. Gar nicht so teuer für die seltenste Minifigur, aber dennoch eine richtig, richtig schöne Minifigur. Irgendwann will ich das Set auch noch kaufen. Dann kommen wir zu den Nexonites und die haben mich tatsächlich echt überrascht. Wenn man jetzt sich die Figuren anguckt, die in einem normalen Set mit dabei gewesen sind, dann gab es da einmal den 70356 Steinkoloss und hier sind direkt 2 Minifiguren dabei, die echt sehr, sehr selten sind. Einmal haben wir hier den General Garg, der bringt es auf einen Wert von 32,51 €. Und nochmal dazu ist in dem Set auch noch der Stone Clay mit dabei gewesen. Der ist aktuell auf einen Neuwert von 32,50 €.
und 36 Cent bringt nicht schlecht für so ein Set. Für mich sehen die ganzen Nexonites Sachen alle gleich aus, jetzt mal abgesehen von dieser rollenden Burg, die noch ganz cool ist. Könnte ich nie im Leben identifizieren, welche Figuren da jetzt selten sind und welche nicht. Dann gibt es allerdings auch noch ein Lexikon und da ist eine Semi-Stone-Clay-Minifigur mit dabei. Die ist wohl relativ selten, wird auch nicht häufig auf Bricklink angeboten. Weil sie aber so selten angeboten wird, ist hier der geforderte Preis bei 82,67 €. Auch Overwatch ist ja nicht so ganz beliebt gewesen. Trotzdem fand ich die Minifiguren immer relativ cool, die mit in den Sets dabei gewesen sind. Die seltenste davon ist natürlich Roadhog. Er bringt es auf einen Wert von 11,92 €. Ist halt klar, es ist eine etwas größere Minifigur und die ist halt cool. Und hier noch eine kleine Überraschung und zwar Fabuland. Fabuland ist so eine Reihe gewesen, wo alle so riesige, dicke, aufgepustete Köpfe gehabt haben. Gab es irgendwelche Schweine, Wölfe und so weiter und Schweine, die sich selber gegessen haben. Aber egal, wie auch immer, es gab auch Mäuse und die vierte Maus, Maus 4 with White Cap, heißt sie, in einem kleinen Set erschienen, hat tatsächlich einen Preis, Neupreis wohl bemerkt. Natürlich, wenn es gebraucht ist, ist es natürlich nochmal billiger, weil viele Bespielte davon existieren. Aber wenn ihr es neu habt, bringt ihr es auch auf einen Wert von 26,47 €. Für mich sehen auch die Fabuland-Figuren alle gleich aus. Bei The Lego Movie würde man jetzt wahrscheinlich erstmal an Emmett oder an Vitruvius denken bei der seltensten Minifigur. Es ist aber tatsächlich Einhorn Kitty. Überraschend, denn die hatte schon ihre komplette eigene Serie. Also gefühlt hat jeder eine Einhorn Kitty-Figur. Jedenfalls gibt es dort einmal auf der San Diego Comic Con. Da gab es zwei verschiedene Einhorn Kitty-Figuren. Die hatten so ein Wechselgesicht mit dabei und je Figur bringen die es auf ungefähr 80 €. Wenn ihr jetzt nicht die San Diego Comic Sachen beachten wollt, dann gibt es noch eine seetrunkene Kitty, die ist damals in dem Eisenbahns Seekuh-Set herausgekommen. Oh, das Set wollte ich damals haben, war aber immer viel zu teuer. Jedenfalls bringt es diese Figur auf einen Wert von 20,59 €. Noch eine unbeliebte Reihe wahrscheinlich ist The Lone Ranger. Mir hat der Film echt Spaß gemacht, wobei ich auch sagen muss, dass er im mittleren Teil sehr, sehr zäh gewesen ist. Aber das Ende war dann wieder cool und da gab es auch ein passendes Lego-Set zu, so eine Zugverfolgungsjagd. Bis heute ist der Zug wahrscheinlich immer noch einer der besten Züge, die im freien Handel so erschienen sind von Lego. Jedenfalls gab es dort einen Captain, und zwar Captain Jay Fuller. Und dieser bringt es auf einen Wert von 13,43 €. Kann ich super verstehen, denn die Figur ist echt cool gewesen. Bei Lego Ideas habe ich echt ehrlich gesagt mehr erwartet. Da gibt es ja einige sehr, sehr seltene Sets. Jedenfalls ist es aber so, dass die seltenste Minifigur tatsächlich Doc Brown ist. Und gerade mal, also in Anführungsstrichen gerade mal, auf einen Wert von 12,24 € kommt, hätte ich gedacht, dass es mehr ist. Das dazugehörige Set ist ja auch schon weit über den 100 €. Und hier kommt noch ein Knaller, mit dem ich selber nicht gerechnet habe und den ihr wahrscheinlich auch unterschätzt habt. Jedenfalls geht es hier um Trolls. Ja, kein Scherz, Trolls. Da gibt es 27 verschiedene Minifiguren und wir haben hier einmal Biggie und Mr. Dinkles. Die sind in so einem einzelnen Set für 35 € herausgekommen und einzeln bringt es diese Minifigur tatsächlich auf einen Wert von 7,60 €. Normalerweise ist das so bei diesen Troll-Sets, die ja offensichtlich nicht mehr sehr beliebt sind und hoch rabattiert werden, dass diese Figuren maximal 1 € oder 2 € wert sind, aber die ist tatsächlich 7 € wert, was für so ein 35-Euro-Set echt viel ist. Also keine Ahnung, woher das kommt, aber scheinbar gibt es wohl doch Leute, die diese Trolls-Minifiguren sammeln. Ein Film, den ich letztens gesehen habe und der auch echt Spaß gemacht hat, ist der The Lego Ninjago Movie. Dort gab es verschiedene Generäle von Garmadon und die seltenste Minifigur ist auch ein General. Gut, es gab eine Minifigurenserie und die meisten Figuren wurden auch sehr, sehr oft neu aufgelegt und waren deshalb nicht so selten. Aber die seltenste Minifigur ist tatsächlich der Anglerfisch-General, übrigens auf einen Wert von 11,52 €. Vor einiger Zeit gab es auch die Prince of Persia-Themenreihe, die ebenfalls auf einem Kinofilm basierte, der allerdings gefloppt ist. Auch hier muss man aber fairerweise sagen, dass die Sets für Kenner des Films schon gar nicht schlecht gewesen sind. Ich habe mir immer dieses große Battle of Alamut-Set gewünscht, habe es aber leider nie bekommen. Hier sind solche Alamut-Soldaten mit dabei gewesen, relativ einzigartig in der Lego-Reihe. Und da gab es einen speziellen Alamut-Guard, der es auf einen Wert von 12,71 € gebracht hat und damit auch die teuerste Minifigur von Prince of Persia ist.
In der Minecraft-Themenreihe kommt die seltenste Figur aus dem Hexenhaus-Set. Keine Ahnung, warum das so selten ist. Ich weiß jedenfalls noch genau, als damals die Hexenhäuser in Minecraft eingeführt wurden. Da habe ich nämlich auch noch Minecraft gespielt. Das war eine coole Zeit. Jedenfalls, die teuerste Figur ist tatsächlich die Hexe aus diesem Set. Und die bringt es auf unglaubliche 41,80 €. Hätte ich nicht gedacht, aber eine Hexe ist wohl echt beliebt. Keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, dass sie nicht so häufig nochmal neu aufgelegt wurde. Tja, und das Beste kommt zum Schluss. Marvel Superheroes, da sage ich euch erst die seltenste Figur und dann die seltenste Figur, die auch im freien Handel erschienen ist. Die seltenste Figur ist hier dieser Iron Man von der Toy Fair. Ich weiß, der sieht pottenhässlich aus als Iron Man, ist aber super, super selten. Da gab es nur wenige hundert Stück von. Er bringt es auf einen Wert von 1.191 €. Aktuell, natürlich, kann sich immer wieder ändern. Und dann gibt es auch noch den Space Iron Man. Dieser ist im freien Handel in so einem einzelnen Set erschienen. Der ist auch eine schöne und einzigartige Iron Man Minifigur in Weiß. Jedenfalls bringt er es auf einen Wert von 36 €. Und damit jetzt, abgesehen von den ganzen San Diego Comic Con Sachen und den Polybags, ist das die seltenste Minifigur aus der Lego Marvel Superheroes Reihe. Ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht. Mir hat das echt sehr Spaß gemacht, das alles rauszusuchen. Es gibt noch viele weitere Themenreihen. Das heißt, falls ihr dazu noch ein Video haben wollt, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Habt einen wundervollen Tag und bis dahin. Ciao, ciao.